die Ersatzteile? Ich habe... Mach dem Pathfinder nicht zu viel Ärger. Ach, Rushan. Mit wem haben Sie geredet? Cash, Nexus-Stationsleiterin. Sie glaubt, sie kann mich rumkommandieren, nur weil sie meine Enkelin ist. Kein Ärger, klingt gut. Wie wär's, wenn wir uns daran halten? Cash sagte, nicht zu viel Ärger, Kleine. Nicht kein Ärger. Die Cat sorge schon dafür, dass es immer irgendwo Ärger gibt. Das ist nicht gerade beruhigend. Das Leben hier draußen ist beunruhigend, aber daran gewöhnen Sie sich schon noch. Ist das alles, was Sie mitgebracht haben? Wenn die Vorräte knapp sind und man auf sich allein gestellt ist, lernt man, mit wenig auszukommen. Ja. Die Vorräte sind überall knapp. Das gilt auch für die Nexus. Sie denken, das sei dasselbe wie im Exil zu sein? Das Leben außerhalb der Nexus ist nicht gerade einfach. Warum haben Sie sie dann verlassen? Weil es unmöglich war, weiter dort zu bleiben. Nach der Meuterei hatten wir die Wahl, vor Tan zu kuschen oder unsere eigene Kolonie zu gründen. Die Entscheidung war einfach, trotz der Konsequenzen. Nicht alle Kroganer haben die Nexus verlassen. Ihre Enkelin ist geblieben. Ja, zum Glück. Ohne meine Rushan gäbe es vermutlich gar keine Station mehr, an der sie mit ihrem Schiff anlegen könnten. Und was mich angeht, ich bin hier draußen deutlich besser aufgehoben. Hier gibt's wenigstens immer was, worauf ich schießen kann. Ihr Volk steht an erster Stelle. Für mich hat die Sicherheit von Cash und der Kolonie oberste Priorität. Deshalb komme ich auch gerne mit und helfe dabei, diese Galaxie ein wenig einladender zu machen. Dagegen lässt sich nichts sagen. In der Küche. Sie sind nicht Harry. Was hat mich verraten? Meine blaue Haut? Habitat 7 war letztlich doch ein bisschen zu aufregend für Harry. Er hat sich entschieden, seinen Ruhestand auf der Hyperion zu verbringen und sich um ihren Bruder zu kümmern. Freut mich, Sie bei uns zu haben, Dr. Taparo. Danke, ich werde mein Bestes geben. Und jetzt halten Sie still. Au! Tut mir leid. Soweit ich mich erinnere, waren Sie auch schon mal sanfter. Ich muss mich noch an die Situation gewöhnen. Ich dachte, ich würde Kolonisten aufwecken. Stattdessen kümmere ich mich jetzt um den Pathfinder. Ich bin mir sicher, ich bin bei Ihnen in den besten Händen. Ich habe gerade auf Sie eingestochen. Wir alle haben mal einen schlechten Tag. Ich wollte schon immer an Außeneinsätzen teilnehmen, aber jetzt geschieht alles so schnell. Konzentrieren Sie sich auf das Positive. Das hilft. Sie haben recht. Ich schätze, das ist meine Gelegenheit, fremde Spezies aus nächster Nähe zu studieren. Es wäre schwierig, ein Cat-Exemplar auf die Hyperion zu bringen, aber hier? Was? Einen Cat-Leichnam für eine Autopsie. Ein lebendes Exemplar wäre natürlich noch besser, aber ich bin ja bescheiden. Wieso interessieren Sie sich für die Cat? Hat Harry es Ihnen nicht erzählt? Ich bin Expertin für Alien-Anatomie. Meine Dissertation über die kroganische Virilität und Aggressivität hat mir meinen Platz in der Initiative eingebracht. Das wusste ich gar nicht. Würden Sie mir vielleicht mehr darüber erzählen, bei einem Abendessen zum Beispiel? Oh, die Sache ist die, Ryder. Sie sind nicht mein Typ. Und wer ist Ihr Typ? Jedenfalls kein Patient. Ich muss sie klinisch betrachten können, ohne Ablenkung. Ich lenke sie also ab. Nicht annähernd so sehr, wie Sie denken. Aber wir hatten gerade über die Cat gesprochen. Eine Autopsie könnte uns Aufschluss über mögliche Schwächen geben, über ihre durchschnittliche Lebenserwartung. Verstehe. Denken Sie einfach darüber nach. Sam, achte darauf, dass der Pathfinder auch brav Ihr Gemüse isst. Thank you.
Lust auf ein Gespräch? Ich bin im Biolabor. Pathfinder, helfen Sie mir kurz? Ich weiß, es ist unüblich, aber dieser Ort braucht ein bisschen Gemütlichkeit. Und der Stoff zerstreut die Ladung einer frisierten Universalklinge. 6% Steigerung lasse ich mir nicht entgehen. Das Ding durfte mit nach Andromeda? Tja, es war brandneu, als wir aufgebrochen sind. Es war ein hartes Jahr. So, haben wir jetzt endlich Zeit für unser Bier? Und nach 2 Jahren und einem Dutzend Suspendierungen habe ich einen Querausstieg aus der Truppe gemacht. Kopf zu sein war nicht das Richtige für mich, aber Spezialeinsätze, Leute aus Schwierigkeiten rauszuhauen, das hat gepasst. Sicher ist Tassel Ihnen bei einigen Friedensmissionen begegnet. Denken Sie oft an Ihre Zeit bei der Allianz zurück? Was war, Hassel? Heavy Urban Search Terrain 1, der Beitrag der Erde zu einer speziesübergreifenden Katastrophenhilfeeinheit. HUST-1. Aber Hassel sieht auf einem Abzeichen einfach besser aus. Wir waren alle Zivilisten, Veteranen im Ruhestand oder Penner wie ich. Ich hatte einen echt wilden Bart. Ah, schmeckt gleich viel besser. Ich wollte an vorderster Front der Proteanerforschung Neues entdecken. Ich dachte, das wäre meine Berufung. Das kommt mir wie eine Ewigkeit vor. 600 Jahre, mehr oder weniger. Also, Pathfinder, warum sind Sie in Andromeda? Ganz direkt, ha? Ganz direkt. Ich fing in der Allianz an, wollte aber immer forschen, als diese Zeit endete. Nun, für große Entdeckungen musste ich hierher kommen. Idealismus, selten. Alle anderen sind nur zynisch. Zurück zu Ihnen, Costa. Wieso sind Sie hier? Ich würde gerne sagen, ich laufe vor meiner Vergangenheit weg, aber eigentlich nur vor mir selbst. Das wäre eine tolle Story. Aber es ist Blödsinn. Ich hatte meine Familie, Freunde, einen ordentlichen Job, alles lief gut. Dann habe ich von der Initiative gehört und an sie geglaubt. Ich habe an einen Neubeginn geglaubt. Und das tue ich immer noch. Ich muss es einfach. Es gibt kein Zurück. Stimmt, aber Entscheidungen gefällt in einer anderen Galaxie dürfen uns nicht lähmen. Gefangen? Wir haben einen guten Ort aus guten Gründen hinter uns gelassen. Wenn wir das im Kopf behalten, finden wir schon einen Weg. Auf das Wesentliche konzentrieren. Ein Neubeginn, geleitet vom Pathfinder und ihrem Team. Dafür werde ich mir den Arsch aufreißen. Ich rede. Oh, hey, Pathfinder. Der Pathfinder ist bei dir? Lass mich ihr Hallo sagen. Na schön, aber blamier mich nicht. Ryder, das ist Cid, meine Schwester. Cid, Ryder. Lassen Sie mich raten. Ihre kleine Schwester? Wen nennen Sie hier klein? Hör mal, Kleine, ich muss Warte, jetzt los. Warte, Ryder, ich wüsste gerne, ob... Also, ich weiß, es wirkt, als wäre ich einfach so an Bord Ihres Schiffes gegangen, ohne jede Erklärung. Jetzt wäre doch ein guter Zeitpunkt dafür. Ich glaube... Nein, ich bin mir sicher, ich kann Ihnen hier von Nutzen sein. Ich kenne jedes Mitglied der Besatzung. Ich weiß sogar, welche Aktoren Gil für das Schiff bevorzugt. Und was noch besser ist, ich weiß, wie man sie besorgt. Mit mir kann Ihre Crew das Beste aus sich herausholen. Hier ist seit Monaten alles nur schiefgegangen, Ryder. Aber jetzt, wo wir Sie haben, haben wir da draußen eine Chance. Wir brauchen fähige Leute und es klingt, als wären sie das. Also, willkommen an Bord. Ja, wenn Sie jemanden brauchen, der Ihnen das besorgt, was Sie wollen und auf alles schießt, was Sie stört, bin ich genau die Richtige. Hier steht für uns alle viel auf dem Spiel. Wenn es weiter so läuft wie bisher, sind wir alle tot. Ich sollte mich jetzt auf die Suche nach Gils Aktoren machen. Ein paar inoffizielle Quellen anzapfen, wenn Sie verstehen. Bis später, ja?
Ah, der Pathfinder dreht ihre Runde. Und sie besuchen sogar die miesen Ecken, hm? Wollen Sie sich mal ansehen, wie sich das Gesindel so durchschlägt? Hey, das hier ist der wichtigste Bereich des Schiffes. Wow, erzählen Sie mir nicht, die da oben hätten zur Abwechslung mal jemandem mit Verstand das Kommando übertragen. Ich stehe Ihnen zu Diensten. Okay, ich wollte nur mal sehen, wie es dem Schiff so geht. Dieser kleine Stunt in die Geißel hat einige meiner Verbesserungen ernsthaft auf die Probe gestellt. Aber Sie haben den Test bestanden. Wissen Sie eigentlich, wie gut es sich anfühlt, wieder unterwegs zu sein? Wenn man zu lange untätig ist, wird man träge. Das gilt für uns genau wie für Schiffe. Wirklich. Als ich auf der Nexus festsaß, habe ich es echt bereut, mich der Initiative angeschlossen zu haben. Das klingt, als wäre es ein ziemlich trostloses Leben gewesen. Ganz ehrlich? Es war zum Kotzen. Ich neige dazu, so zu leben, wie ich arbeite. Nach dem Motto, fühl es, tu es. Ohne zu viele enge Bindungen und ohne große Ziele. Ich dachte, vielleicht finde ich ja in Andromeda meine wahre Bestimmung. Dann bin ich hier angekommen und, ups, musste feststellen, dass es kein Zurück mehr gibt. Ich bin auf dieser Station fast wahnsinnig geworden. Sie können sich nicht vorstellen, wie glücklich ich war, als Sie aufgetaucht sind. Sie meinen, wie glücklich Sie waren, weil ein Pathfinder aufgetaucht ist? Ist doch Jacke wie Hose. Entscheiden Sie einfach weiter, wohin dieses Schiff fliegen soll, und ich sorge dafür, dass es auch dort ankommt. Einverstanden? Einverstanden. Könnten Sie mal in der Krankenstation vorbeischauen? Haben Sie schon die Neuigkeiten von Eos gehört? Einige Asari haben im Außenposten Zuflucht gesucht. Nicht sonderlich viele, aber immerhin. Bradley zufolge ist unter Ihnen auch eine verantwortliche Offizierin namens Hedaria. Sie weiß vielleicht, wo die Arche ist. Dann sollten wir uns auf den Weg nach Eos machen und es rausfinden. Gut. Gerüchten zufolge ist auch Sarissa Theris auf der Arche der Asari. Sie ist genau die Frau, die wir brauchen. Wer ist sie? Vermutlich die beste Strategin unter den Elite-Soldatinnen, die es gibt. Ihre biotischen Schilde haben in der Schlacht um Kerkis Hunderten das Leben gerettet. Allem Anschein nach arbeitet Sarissa als Leibwächterin des Asari Pathfinders. Und wahrscheinlich hat sie schon einen Plan, um alles wieder ins Lot zu bringen. Kann es sein, dass Sie ein Fan von ihr sind? Nein, ich mag einfach... Hören Sie, wir brauchen jemanden mit Ihrer Erfahrung. Das ist alles. Jemand mit so viel Erfahrung ist mir immer willkommen. Das heißt, wir haben noch einen weiteren Grund, die Arche zu finden. Wenn Sie bereit sind, sich auf die Suche zu machen, sollten wir in Prodromus mit Hedaria reden. Und dabei würde ich Sie gerne begleiten. Also, Joel. Also... Wir hatten noch keine Gelegenheit zu einem Gespräch unter vier Augen. Fühlen Sie sich hier wohl? Ich habe es mir genommen. Es wäre zu ungewohnt gewesen, bei den anderen zu bleiben. Das sind Aliens. Und Sie auch. Und Sie sind ein Alien für uns. Wir haben also etwas gemeinsam. Das ist immerhin ein Ausgangspunkt. Verstanden. Und wenn wir alle Aliens sind, geht es vielleicht vielmehr darum, was für eine Art von Alien wir sind. Sie wussten nichts über uns und trotzdem haben Sie uns Ihre Hilfe angeboten. Vielleicht hatte das gar nichts mit Ihnen zu tun. Ist das alles? Ich habe bewiesen, dass Sie mir vertrauen können und ich hatte gehofft, Sie würden sich jetzt ein wenig öffnen. Es gibt da gewisse Unzufriedenheiten, die ich gerne hinter mir lassen würde. Sie sind ziemlich persönlich. Woher kennen Sie Moshai Sefer? Sie ist unsere größte Expertin, was die Relikte angeht. Ich war ihr Schüler.
Sie haben die Relikte auch studiert? Ein wenig. Ich war sehr schlecht. Hab hingeschmissen. Oder sie hat mich rausgeworfen. Eins von beiden. Wir stehen uns immer noch sehr nah. Und ist das Ihr Gewehr? Jetzt schon. Es ist von den Cat. Mit Modifikationen von mir. Ich bastle gerne. Wenn ich was in die Finger kriege, nehme ich es auseinander. Diese Fähigkeit können wir gebrauchen. Aber ich habe eine Bitte. Nehmen Sie mein Schiff nicht auseinander. Sie haben recht. Ich mache das hier freiwillig. Es ist aufregend. Etwas an Ihnen ist einzigartig. Unruhig, ungeschliffen, aber irgendwie hintergründig. Das klingt für mich wie ein Kompliment und ein schönes noch dazu. Ist es auch. Angara sind sehr emotional. Es fällt uns schwerer, Gefühle zu verbergen, als sie zu zeigen. Ich sollte zurück an meine Arbeit gehen. Das war ein gutes Gespräch. Sagen Sie mir Bescheid, falls Sie etwas brauchen. Danke. Lassen Sie uns später weiterreden. Sie haben sich hier eingerichtet? Ja, ich gehe immer noch die Sachen aus dem Gewölbe auf Eos durch. Wenn ich es schaffe, diese Datenspeicherbox zu knacken, wird sie mir bei einem persönlichen Projekt auf der Nexus weiterhelfen. Das hier ist ein netter, abgelegener Ort, an dem ich in Ruhe vor mich hin basteln kann. Und schlafen kann ich überall. Es ist nicht gerade heimelig, aber genau das gefällt mir. Ich suche nicht nach einem Zuhause. Oh, aber ich werde Ihnen helfen, ein Zuhause für alle anderen zu finden. Zumindest solange ich bei Ihnen bin. Heißt das, Sie sind nur eine vorübergehende Ergänzung meines Teams? Alles ist nur vorübergehend, Ryder. Ich verstehe. Sie wollen wissen, wer auf Ihrem Schiff ist. Also sind Sie hier, um rauszufinden, wie ich ticke, richtig? Ja, so etwas in der Art. Okay, ich wurde in einer Blockhütte im ländlichen Teil von Haitiana geboren. Ich hatte einfache, aber liebevolle Eltern, die versuchten... Ich blicke nicht zurück, sondern nach vorne, Ryder. Warum also sollten wir uns durch meine Lebensgeschichte quälen? Sie können mich da draußen kennenlernen, während wir die Geheimnisse der Galaxie lüften. Deshalb bin ich nämlich hier. Ich war es leid, zu Hause vor mich hinzugähnen. Es hat Ihnen also nicht gereicht, sich in der Milchstraße auf vollkommen Fremde zu stürzen. Ich denke, auf Sie würde ich mich überall stürzen. Oh, habe ich das gerade laut gesagt? Mit Ihnen wird das Leben jedenfalls bestimmt nicht langweilig. Vielleicht muss ich ja nie wieder gähnen. Vielleicht hätten Sie einfach nur mehr Schlaf gebraucht. Wir waren 600 Jahre außer Gefecht. Jemand Besonderes hat die Reise mit mir angetreten, ist dann aber völlig verändert wieder aufgewacht. Ich habe lange genug geschlafen. Ryder, die Milchstraße war so, da war ich schon, das habe ich schon gemacht. Und selbst wenn nicht, irgendjemand hatte es schon gemacht. Wenn es eines gibt, das sie über mich wissen sollten, dann, dass ich für das Unbekannte lebe. Für das noch nie Dagewesene. Okay, Sie können sich gratulieren. Niemand hat meine Versuche, ihn kennenzulernen, jemals so erfolgreich vereitelt wie Sie. Ja, ich bin die Beste! Spendieren Sie mir irgendwann mal einen Drink. Wer weiß, was dann alles aus meinem Mund kommt. Andererseits, ich brauche Reliktschrott, Reltech, wie ich ihn nenne, für Projekte wie das, von dem ich gesprochen hatte und das Sie nebenbei bemerkt, absolut lieben werden. Wenn Sie mir versprechen, mir alles zu bringen, was Sie erbeuten, beantworte ich Ihnen alle Ihre Fragen. Reltech, hä? Huh? Einverstanden.
Freut mich, dass Sie vorbeikommen. Wenn es Sie nicht stört, behalte ich nebenbei unseren Vektor im Auge. Gute Idee. Ah, es gibt doch nichts Schöneres, als auf der Brücke seines eigenen Schiffes zu stehen, oder? Sie haben erwähnt, dass Sie am Design der Tempest beteiligt waren? Hauptsächlich als Testpilot. Der nemianische Schlund war fast eine adäquate Vorbereitung auf die Geißel. Aber natürlich war ein ganzes Team am Bau der Tempest beteiligt. Ich war lediglich der Einzige, der mit nach Helios kam. Weshalb? Was soll ich sagen? Wir haben unser Herzblut in ein Schiff gesteckt, das sein Potenzial erst in Andromeda ausschöpfen würde. Ich hätte am Ufer stehen und ihm zum Abschied nachwinken können oder dabei sein und miterleben, was passiert. Ich verstehe. Man verlässt eine gute Geschichte nicht mittendrin. Das Team fand es gut, dass einer von uns mitfliegt. Es fühlte sich richtig an nach allem, was wir auf uns genommen hatten. Ich weiß noch, wie Serena Zeile 2281 immer wieder umprogrammiert und dabei auf ihrem grünen Bleistift herumgekaut hat. Tion und O'Connell stritten über Gleichungen. Die Fingerabdrücke auf der Konsole. Drei Tropfen Kaffee in der Ecke. Das wissen Sie noch alles? Hm? Oh ja, Salarianer haben ein fotografisches Gedächtnis. Und meins ist ungewöhnlich präzise. Als würde meine Vergangenheit immer noch passieren. Aber ohne salarianische Arche werden Sie wohl kaum Gelegenheit zu einem Vergleich haben. Haben Sie auf der Nexus irgendwas über die Arche gehört? Kein Wort. Ist das nicht seltsam? Irgendwas müsste es doch geben. Ich schätze zwar Ihre Gesellschaft, aber ein bisschen einsam ist es ohne andere Salarianer schon. Keine Sorge. Wir werden die Salarianer nach Hause bringen. Natürlich werden wir das. Ich muss nur Geduld haben, das ist alles. Ich sollte weitermachen. Aber danke, ich hatte schon befürchtet, die Tempest würde eingemottet, nachdem wir ihren Vater verloren hatten. Für das hier wurde sie gebaut. Sie hat es verdient, von einem Pathfinder befehligt zu werden. Sie können jederzeit vorbeikommen. Scans der Geißel. Wie sich all diese dunkle Energie windet und gegen sich selbst wendet. Es ist atemberaubend. Sie ist gefährlich. Das ist alles, was ich sehe. Eine Masse zerstörerischer, bösartiger Tentakel. Ich kann die Farben einer Korallenschlange bewundern und mir gleichzeitig bewusst sein, dass ich mich von ihr fernhalten sollte. Helios ist unglaublich, nicht wahr? Und damit meine ich nicht nur Konstrukte wie die Geißel oder die Reliktgewölbe. Ich meine alles. Es ist so fremdartig. Eine beständige Erinnerung an die göttliche Intelligenz hinter der gesamten Schöpfung. Sie reden von einem Gott? Ja, ich glaube an eine höhere Macht. Ich weiß, es klingt vielleicht ein wenig seltsam. Aber ich bin Wissenschaftlerin, weil mich die Wissenschaft an etwas näher heranbringt, das größer ist als ich. Ja, es hat schon was, sich etwas derart Erstaunlichem gegenüberzusehen, dass man einfach glauben will. Wow, es ist schön, jemanden zu begegnen, der es versteht. Ich musste mich schon so oft rechtfertigen. Als würde mein Glaube an das Göttliche meine Arbeit als Wissenschaftlerin in Frage stellen. Als könnte das Sakrale durch die Suche nach der Wahrheit herabgewürdigt werden. Ich mag es, wenn nicht alle Mitglieder meines Teams dieselben Ansichten vertreten. Sehr schön. Apropos Team, ich sollte den Leuten auf der Nexus die neuesten Berichte schicken. Unterhalten wir uns später weiter? Nicht gerade ein Urlaubsziel. Nähern uns der LZ.